Moin, moin. Sinnisch live. Hey, Herr Damisch. Gesidermisch. Ruckelt Bild. Tu mal nach. Hast den Ton schlecht. Sinnisch. Ja, war scheint zu gehen. Moja, die Leute. Wen hast denn du? Drei Leute. Bei dem super wer da. Tegan hast du? Michael hast du? Moin Michel, merci für die Mail. Ich muss halt nach U gucken, ja? Merci Michel. Den Tigran ist schreibt St. Paul's Cathedral zu London. Ja. Das ist tatsächlich zu London. Was gesehen dann noch auf der Foto? Das Thema von der Selektion haut ein bisschen. Also, es geht nur nicht zu Aktualität, mehr allgemein. Wen oder wat? Gesehen dann noch, ob der Foto, wat machen die Leute, ob der Foto, wat kennt Thema von dieser Lektion sind. Oh, ich mach mal meine Kamera an. 1, 2, 3, 4. Ding, 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 ding. Hier sind die Schnees. Ja. Schon mal geduld. Ich probiere mal einke etwas über das Thema zu suchen. Weil ich schon am Internet PDF-Dokumente fand, ob Lützebäuerisch. Und die sind nicht so bekannt. Mehr. Dann helfen mal, dass die ein bisschen mehr bekannt gehen mit meinen 1,2 Millionen Views auf YouTube. salut Alexandre, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die Damen und die Herren. Den Tigran, der weiß alles, der versteht alles effektiv. Das Sujet als Haut. Dormut. Dormut. La pauvreté. Poverty. Und ob der Foto gesei den, ich mach mal mein Logo wäsch. Gesei den ein Herr. Do den Herr. Und do die Gött, der dotter Person etwas. Ich weiß nicht, ob die Person eine Frau oder ein Mann Hirn, hei, Hirn, hilft hier. Oder him. Wissen wir nicht. Kennt ihr hei zu Lützburg eine Assoziation, die andere Leute hilft? Alles a Butter, wie immer, schreibt den Alexandre für Michel und Sarah. Dat den Ausdruck gefällt, ja, alles a Butter. Ich benutze den zwar sehr. Aber effektiv, das mal etwas anderes, das wie alles an der Reihe, alles okay, alles normal. Ah, und plus, du bist gerade 1,5 Stunden gelaufen. Wahnsinn, den Tigran weiß alles. Er gesagt durch mich, he sees through me. Effektiv, stimmt von der Stroß. Haut wollte ich ein bisschen von der Stimmt von der Stroß schwätzen. Und dann do nu gucken wir
nach Exercice.lu, Grammaire.lu, pour Exercice, bisschen Theorie für zu lehren. Moin, Waffa. Michel Fred, wo gesagst du die tote Person? Denn Tigran hat das geschrieben schon, ganz am Anfang. Er schreibt das aus St. Paul's Cathedral zu London. Maja, was wollte ich erst dann? Ja, hier gehen wir dann mal bei Wikipedia ein bisschen los. Und zwar Thema Wohnungslosigkeit. Ein Wohnung, das wisst ihr, was das ist. Eine Losigkeit, das heißt kein Wohnung. Mit Wohnungslosigkeit, nun Deutschen Obdachlosigkeit, so heißt das im Deutschen, wird den Zustand von Menschen beschrieben, die kein Fest daheim haben, die kein Dach über dem Kopf haben, die auf der Straße leben müssen, weil sie nicht wissen, wo sie übernachten. Tja, sie haben kein Dach über dem Kopf. Sie sind arm. Wohnungslosigkeit ist nicht unbedingt loss of a home. Wohnungslosigkeit ist einfach kein Wohnung haben. Die Person hat vielleicht nie ein Wohnung, dafür kann sie auch kein verlieren. Das allgemein kein Wohnung. Michel sieht, ah, ich habe ein Video über die Stimme von der Straße gesehen, das ist super. Moje Waffe, hat schon mal gesagt. Alles aborter, Sarah, alles aborter. Alles andere. Wohnungsloser. Ich hatte gelesen, Wohnungsloser. Mit das bald dasselbe, Wohnungsloser oder Wohnungsloser. Wohnungsloser oder Obdachlose schlafen dags am Freien ob öffentliche Plätzen an Notquartier, ja, oder an Häuser von Hilfsorganisationen. Tja, sie haben nichts, they have nothing. Und da schlafen sie am Freien, under the sun. Gut alternativ. Das zynisch gemeint oder war das verbesänigt? Egal. Der Begriff Wohnungslosen ist ziemlich wertneutral und drückt den Fakt aus, dass es sich um eine Person handelt, die kein Innerdach hat. Ja, wertneutral. Also ist nicht his own fault, or he's sick, or drugs, or whatever. Das Wohnungslosen wertneutral. Et weiß ich nicht für wat. Me Fakt ist, die Person hat kein Dach über dem Kopf. Sie hat kein Wohnung. Kein Innerdach. Wohnungslosigkeit bringt dax vielfältig Probleme mit sich, wie zum Beispiel physisch, psychologisch, aber vor allem familiär Probleme. Auch wenn ihr Wohnungslose nicht unbedingt von legalen Drogen wie Alkohol oder auch von illegalen Drogen abhängig ist, ist hier in DAX nicht weit von diesem Milieu weg und es besteht Versuchung, das Mittel aus Verzweiflung zu holen. Ja, also vielfältig Probleme, beaucoup de problèmes, many problems. And although he might not be an alcoholic or druggy or how do you call these people? Même s'il n'est pas un alcoolique ou quelqu'un qui est toxicomane, il fréquente ce milieu ou il est très, il se rapproche de ce milieu. He gets closer to other people who might be alcoholics and then they might suck him into the void. Ja, und besteht Versuchung, la tentation, aus Verzweiflung, out of desperation, par désespoir. De
prendre ces narcotiques. So erreicht die meistens nach mir ein schrecklicher Schlag, an den ihr rutscht, wie es immer ich schon für drauf war. Und also nach mir, encore plus, even more, schrecklicher Schlag, even worse, c'est encore pire, comme situation. A drug addict, ja. Yeah. Merci. Also der könnte der Wohnung verlieren, der sieht nicht krank, der sieht nicht süchtig. Aber dadurch, dass er einmal andere Leute frequentiert, die auch an der Situation sind, an die haben vielleicht Alkoholprobleme, Drogenprobleme, an der Bemol sind er auch an der Situation mit dran. So, it's a vicious circle. Cercle vicieux. Was steht dann hier? Wohnungslosigkeit zu Lützburg. Einer Ausdruck für Wohnungsloser, nicht Wohnungsloser. Mit Wohnungsloser geht das zwar. Das ist nicht wertneutral, Wohnungsloser. Sperrweg, also am Internet, auch Referenzen. Wohnungslosigkeit zu Lützburg. Zu Lützburg leben nur Schätzungen von der Caritas 250 bis 300 Leute auf der Straße und das aus unterschiedlichen Gründen. 250 bis 300 Leute. Was ich weiß noch nicht, von wem die Zahlen da sind. Ne? Michel schreibt, lie down with dogs and wake up with fleas. Ja. 250 bis 350 Leute auf der Straße. 80 bis 85% von diesen Leuten sind Männer. Also. Hölle von Unterstützung fanden des Mönche, den Enfeld Wäsch, bei den Streetworker am Feuer Ulis, wo sie übernüchten können, where they can sleep. Denn darüber an der Teestuf oder bei der Stimme von der Straße. Teestuf. Teestuf Caritas Lützburg, also ein Dareszentrum für Leute ohne einer Dach, die 86 von der Caritas an die Leve gerufen gauf. Teestuf steht an enger Verbindung mit dem Nutzfeuer, dem Feuer Ulis. Dafür ist sie auch am selben Haus, ob Nummer 3 vom letzten Teil war, just mit separatem Angang. Struktur und so weiter. Teestuf. Ah, Meier. Schnittkant. Oder bei der Stimme von der Straße. Leider hast du Stimme von der Straße rot. Der Teest, die Seite geht das nicht. Ich hätte nur gerne etwas darüber gelesen. Es gibt auch Rebellen. Kinder von reichen Familien, die strummert gehen. Gehen hier Familie zu protestieren, meine ich. We're the rebel, yeah. Yell. Rebel, Rebel! Was soll ich sagen? J'aime les Ja, das ist ein Ausdruck. Tipptopp. Ich glaube an das, Michel. Salut, Giselle. Was das Fleece? Flay. Das ist normal, wenn es da oben ist, mit den Hirnschlafen gehst. Kleine Insekten, die beißen. Richtig, Digga. Am Winter 2006, 2007 189 Männer an der 40 Frauen von der Winteraktion profitiert. Dafür waren 79 Litauer, 27 Portugiesen, 25 Franzosen und 49 Menschen mit afrikanischer oder osteuropäischer Nationalität. Winteraktion. München mit Wanderaktion als Zander dem Wander 2001-2002 ein Initiativ vom Familienminister an Zusammenarbeit mit Caritas Accueil et Solidarité mit dem Ziel, de Wohnungslosen aus der Stadt Lützburg unbürokratisch an der kahle Wand ein warm Schlafplatz anzubieten. Ein Lieu pour dormir. Bien au chaud. Denn Alexandre sieht, ich schon an der Serie Desperate Housewives gesehen. Einer Ausdruck für Wohnungsloser, nicht Loser, Wohnungsloser. Du musst strummert, Kloschach, Penner, SDF aus Sans-Abri. Strummert als echter eine Negativbezeichnung für Wohnungslosen. Leute, die diesen Ausdruck benutzen, weisen echter Aufneigung gegenüber denen Leute. Ohne Dach über dem Kopf. Also, das ist nicht.
neutral, das Wort, dann das negativ. Strummert könnt vom Ausdruck ob der Strom sinn, dat so viel hecht wie durch Strossenzehen an Hesche gehen. Mon Dieu. I ain't too proud to beg. Clochard. Clochard ist ein Französisch mit Familiärbezeichnung für Obdachloser an als auch echter aufneigend gemengt. Das ist also auch negativ. An diesem Ausdruck klingt mat un, dass das Leid freiwillig so leben, alle den ganzen Tag nicht mehr liederisch auf der Straßlein am Neisch an der Höhle für ihrem aus dieser Situation herauszukommen. Also sie leben liederisch, they prefer to be lazy. That's the connotation of the word clochard. C'est la connotation du mot clochard qui est donc négatif. Penner. Das Wort Penner als auch ein aufschätzigt, ein respektlos Wort für ein Wohnungslosen, also auch respektlos. Penner können vom Verb pennen, also schlafen, kreche. Das geeft da bedeuten, dass die Leute nichts machen, an den ganzen Tag liederisch auf der Straße liegen. Wenn ihr Penner seht, denkt ihr gern und ihr den Alkohol getrunken habt. Dann si vous utilisez le mot penner, if you use the word penner, einzig, si on, dann denkt ihr gern in den Alkohol getrunken, he drank alcohol. An der Straße heißt, a selber schuld, ja, das ist das Problem. Selber schuld. Il a lui-même causé sa situation. Selber schuld. It's his own fault. Aus einer Situation aus. Hin aus selber schuld, u, Mativ. SDF, ja, sans domicile fixe, als die französische Bezeichnung für Leute ohne feste Wohnsitz, da das einen neutralen Ausdruck, als sans-abri, also neutralen Ausdruck an die französische Übersetzung von Wohnungsloser. Und dann nur der Sperrweg, der Link abstimmen von der Straße. Was schreibt er da Scheins? Sarah schreibt, sie sind nicht liederisch. Ja. It depends. Ça dépend. Ja, das ist auch negativ. Bon. Leider kann ich ja schon keinen Artikel über die Stimme von der Straße weisen an Wikipedia. Das ist immer flott gemacht. Die Schicht und so. Wir können es aber hier seit Ukuku. Stimmen von der Straße, Stimmen.lu. Alles auf Französisch. Ah, ich kann ihn erstellen. Englisch oder Französisch. Nous venons en aide aux personnes en détresse. Nous œuvrons en faveur de l'intégration sociale et professionnelle de personnes défavorisées. Soutenez-nous nos activités. Also, Sie helfen, also mir, nous, mir helfen Leute, denen nicht schlecht geht. Na, erste Pano, Stimme von der Straße, Stimmen.lu. Und da gehst du hier ran. Und du hast ein Kantin, ich war schon enke der Banne. Ja. Nicht einfach. Tja, 2018, 107.000 Repaaren. Ja, Repaaren. Essen. Huse. Zerweiert. 95 Tonnen de denrées alimentaires redistribuées gratuitement. Was heißt das? Denrées alimentaires. Redistribuées gratis. 260 Personen auf 5 Plätzen an einer Atelier. 441 Konsultationen bei Doktoren von der Offert par les médecins bénévoles du Dr. Stimm. Ah, da gibt es eine Assoziation, die heißt Dr. Stimm. An 22 Leute, hébergés au sein du Centre Posttherapeutique de Schönlitz. Alexandre fragt, das Wort, was am meisten political korrekt ist, als Sans-Abri. Sans-Abri, ja, ging ich so, oder Wohnungsloser.
Wohnungsloser, das sind einfach Leute ohne Wohnung und wir sehen nicht für was. Das ist nicht binär, gut oder schlecht. Also, Sarah schreibt Produit alimentaire für Don Real. Okay, mais für was heißt das redistribuer gratuitement? Kommen Sie und essen aus dem Supermarkt, was wäsch geheilt soll gehen, aber was dann redistribuiert wird, oder ich weiß nicht, ich verstehe nicht richtig, was du mal da wollen soll. Ballfall immens viel habe ich. Dann nur der High Clip, Stimme von der Schroß, Sous-Titre français. Bon, aus Copyright-Gründen gucken wir das noch nicht. Dann habe ich gesehen, dass Christian Ehlinger und Sonja Teves, die haben geholfen, den Text zu übersetzen. Bon, guck dir die Seite an, das ist interessant. Was sie auch haben, ich weiß nicht, trinken, Mensch, ich bin da mal sicher. Voilà. Sie haben eine Zeitung. Da können Sie sich abonnieren. Stimmt von der Stroß. Und da sind auch eins der Artikel ob Lützebäuerisch. Aha. Dann hast du Jerome. Natürlich direkt nach mir interessiert, weil ich sehe immer noch Material. Für meinen Schüler, meinen Apprenanten, das ist das neue Wort, für meinen Apprenanten zu verwenden. Polygatti. Ja. Redonné, okay. Gratis, ja. Michel schreibt, mir so ein Hi, homeless people. Homeless. Homeless. Ach, nicht sagen. Das ist kein Schreibproblem. Ja, also das Zeitung und das ist auch am Internet und ich weiß nicht, in PDF. Du. Was ist denn du? Ich gehe mal sicher, dass ich es falsches weiß. Ja, das ist denn du. Du steht nicht für den Verkauf. 2018, also für ein 2 Jahre. An den Titel als Let's Made It. Nicht Let's Made It, mehr Let's Made It. Stimmen von der Stroß. Dann haben wir den Editorial. Ah, den also plötzlich war ich für Michael Hoffmann. Boah, ich schicke nicht mal den Link. Obwohl, ich weiß nicht. Statt darf machen, ich weiß nicht. Ich muss schicken erstmal den Link lieber nicht. Nicht, dass ich etwas Falsches machen. Aber doch, doch, weil schon hier auf meiner Internet sind. Also da könnt ihr dann halt auch anders 2000 schon mal lang hier. Ah, ja, schon gelesen, dass viele Supermärkte in Thyssen um einen vom Dach diesen Assoziationen gehen am Platz Wäsche zu geheilen. Let's make it soll Let's make it soll stehen, nicht? Let's make it. Ah, und ich nicht gut gelesen. Was steht dann da? Let's made it, ja. Let's make it. Sprachrohrbrille. Mir viel komplexe Situationen, richtig. Ja, Armut als komplexes Thema, richtig. An hier, an der Dotter Edition geht es um Lützbäuer Spruch. Wenn ihr mich fragt, was typisch Lützbäuerisch ist, dann antworte ich immer, als Spruch und Glück zu haben, drei weitere Fremdsprachen an der Schule dürfen zu lehren. Es geht um Lützbäuerisch. Als Identität, war das typisch Lützebäuerisch? Gleich zwei Experten, soll ich pas me croire, mais le T, il est pas prononcé. Alle écrit, mais on prononce pas. Konnte man zu diesem Thema befragen, ein Kerl den Herrn Jérôme Lulling, Co-Auteur vom Luxdico, und Auteur vom Site bonjour.lu, an die andere Kerl Madame Christian Ehlinger, Auteur von diversen Lützebäuer Cannabischer, a Korrekturleserin von Eiser Zeitung.
Ehen das sicher, als Spruch gibt es so viel geschwad wie noch nie verdrohen, an das sicher nicht vom an as sicher nicht vom Aussterbe bedroht. N'est pas menacé de l'extinction, on dit comme ça. The language is not doomed. Auf der anderen Seite wird aber auch nicht vom Mut will, wenn Spruch an der Schule ein bisschen mehr gefährdet gehen. Et wird nicht vom Mut will. Si on faisait un peu plus de promotion pour le luxembourgeois, if we would promote it a little bit more in our schools. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es bis heute noch nicht fehlerfrei schreiben. Ohne die Korrekturprogramme an als zwei Korrekturleserinnen ging ich mich auf dieser Platz ziemlich blamieren. Voilà. Homeless. Ah, ich darf nicht sagen. Mal da gucken wir mal, hat ihn denn gefragt? Froh, Jerome, du bist ein Superstar. Ja, ich bin ein Superstar, weil ich einen Artikel an der Stimme von der Straße habe. Wir gucken uns laut Christian an. Christian, ja. Ah, du hast den Jerome. Interview mit Jerome. Nummer 25. Fame makes a man. Da 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 da. Take things over. Interview mit Christian. Mir sind nicht Angst. Im letzten Bäuerspruch. Ah, das ist schon mal eng aus so. Ah, ich gucke just, was Mutwill heißt, wie in der die versetzt, weil ich sie sicher, dass dann Alexandre mich das geschrieben. Und dann gucken wir das lieber direkt. Mutwill, c'est Übermut, Leichtsinn, Inconscience, Exuberance. Et das nicht für Mutwill an. Et wir nicht für Mutwill. Donc, c'est pas exagéré. It's not overdoing something. Exuberance, recklessness, wastefulness. You're my favorite waste of time. Ja, do. Ah, ne, do, also, ja. Letz beschmeidet. Da soll es letz stehen, nicht letz. It would need to be we made it, so letz wouldn't work. Okay. Also, könnt ihr euch kurz vorstellen? Mein Name ist Christian Ehlinger. Ich bin pensioniert Lehrerin. Teacher. Und ich bin noch Autor. Vielleicht schreibe ich nicht mal Autor, aber das ist ja Autorin. Von Kanner, Jugend und auch erwachsene Bücher. Und ich interessiere mich. Für was interessierst du dich dann? Ganz viel für den letzten Beispruch. Was war er Motivation oder Inspiration für Bücher für Kanner, als Jugendliche auf letzten Beispruch zu schreiben? Die Zeit, wo ich Lehrerin war, als es aus sich nicht ganz viel Material auf letzten Beispruch ging. Für Mathekanner zu lehren oder zu lesen. Tja, nicht viel Material. Und dafür habe ich angefangen, kleine Gedichte zu schreiben. Oh, sie hat selber Gedichte geschrieben. Ich mache einen Videochat und sie möchte Gedichte. Autorin, I-N. Ah, am Französischen ist es ein Auteur, mit E. Ja, und dafür habe ich angefangen zu schreiben, die von einem Kollege, dem Thun Weber, vertont gaufen. Vertont, das heißt, sie gaufen abgeholt. They were recorded. Enregistré, la voix. Bischer Krababel a Schwätzkeblech. Krababel, ich weiß nicht, was das heißt. Schwätzkeblech, das heißt, ne raconte pas des conneries. Don't talk bullshit. Schwätzkeblech. Hus ist gut für die letzte Beuest am Fundamental geagent. So. They suited well. Ça marchait bien, ça s'adaptait bien pour les écoles au Fundamental.
Duno kommen nach einer Kannabischer, an anderem de Kloni Klunes, wat e ganz großen Hit ginas. De Kloni Klunes. So was et los herogangen bis zu dem Moment, wo ich e junge Mann kennengelernt tun, den die auch alle gute kennt. E feine Jung, der mir sein Leben erzählt hat. So sind zwei Bücher über Drogeproblematik entstanden, die großen Anklang an der Lycée gefunden. E feine Jung. Maja, beginn ich da mal nach gucken. Doch, ich wollte ja schon noch nicht erzählt. Das ist auch eigentlich interessant. Ja, das ist nicht ob Lützebäuer. Ich gehe nicht einmal gucken. Gehen wir mal schauen. Du, 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 du. Ja, also das ist Autorenlexikon. Und da das dann Madame Volltextsuche. Ehlinger. Du, wo bist du? Christian. Ehlinger, du hast es. Also, da das ist mein Moment, bin ich der Wäsch, so. Da das ist ein Autorenlexikon. Punkt LU, mein das nicht doppelt bei ich Englisch, das ist mehr Französisch und Deutsch und so. Also, das sind lauter Dokumente. Von an Evert Madame Ehlinger. Ah, ich stehe da aber noch nicht. Und ich hab's verpasst. Ah, da war sie. Ah, so gesagt, Madame Ehlinger. Also, die kennen mich aber. Oh, mein. Weil er sind hier wirke. Ich meine, ich stehe doch an den Videochat. Papalapap, Gedichte für Kanner, Krababbel, Hanne 4, Schwätzke Blech, Kloni Klunes, E feine Jung, den derische Weh von einem Lützebäuer drogeiert. Den derische Weh, so wie der Chemin. Difficile. It's a long road. Difficult road. Zarabina. Anne lo feine Jung, das wahrscheinlich Zwit. Dem Emil sein Zand. Voilà. Also, ganz fleißig. Dann gehen wir zurück. Was schreibt sie dann? Schwätzke Blech, ja, den der Drogeproblematik, ja. Später habe ich nach Sachbücher geschrieben, auch Geschichte mit pädagogischem Hintergrund. Maximax geht über Mobbing oder Lin an der Scharel geht über Sexualerziehung. Zu einem Moment kommt nun ein Buch über die letzte bei Orthographie dabei, der rote vor dem, ja, das kenne ich. Mit dem ich kann lehren, richtig Lützebäuerisch zu schreiben. Nachdem ich pensioniert war, habe ich Kuren. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber sei pas me croire. Le S n'est pas prononcé. Donc, vous allez probablement lire Kursen. Kuren. Also, ich me demande, mais pourquoi c'est écrit? Ce sont nos amis. Français. Avec leur Minitel. Ja, ich werde letzte Woche Rechtschreibung gehalten. Also, ich doch Kurse gehalten. Wo hat ihr letzte Woche gelernt? Hat ihr eine Frau? Bist du hier? Moin, Naschid. Tigran schreibt, ich schon Maxi Max. Okay. Ah, was schreibt er dann also viel? Blech aus Connery, nee, ja, das ist das Problem, wenn es der mot à mot übersetzt, da geht das nicht. Blech aus, das Wort, was ich nie verhalle, wenn das am Französischen übersetzt.
Das ist komisch. Toll. Blech. Den Auto aus Blech. Am Englischen ist es Corrugated Iron Metal Sheeting. A Schwätz ke Blech, das ist ein Ausdruck. Das ist eine Expression. Mischt keinen Sinn. It makes no sense. Schwätz ke Blech. Geht doch am Deutschen, das wird so gut lied, da fliegt dir doch das Blech weg. Blech. Red kein Blech, red kein Schwachsinn. So ein Käse. Ja, also ging ich zurück. Was hätte mal danach geschrieben? Yeah, let's, you can use it both way, depending on how you spell it. An dem Fall, ja, sie letztes Mal ja. Blech, nee, Blech, also just nicht am Plural. Blech, Sarah, just Plural. Just Singular. Don't talk nonsense, ja. Richtig, das ist besser. Sorry. Oh. Schwätz, kein Salut geht nicht, Fred, den Alexandre. Schwätz. Kein Joghurt, Schwätz kein Orange-Jus. Try. Some stick and some don't. Ja, dem Mo ki rest, die dort ki ne rest pa. Für wat? Who knows? Also, wo dir letzte Boyisch geleert? Ja, mir so ein echter Schwätz kein Kabes. Ne parle pas de, ne raconte pas de Schuh. En français, je dis ne raconte pas de salade. Yeah. Wo dir letzte Woche gelehrt? Ich schon mal das selber beibringen. Sie ist Autodidakt. Der Josie Braun hat damals ein echt kleines bisschen rausgegeben, wie ihr richtig letzte Woche schreibt. Und darauf sind, weil es mich schrecklich interessiert hat, habe ich selber gelehrt. Meine Bücher sind an der Imprimerie von einer Korrektrice verbessert gegangen. Anhand von den Verbesserungen habe ich da geguckt. Was tust du falsch gemacht? Was hast du? Was hast du falsch gemacht? Wie muss es richtig sein, und so weiter? Uns Schreibweise ist gar nicht so schwer, wie viele Leute mengen. Es muss ich just ein paar Regeln kennen. Ja, Christian oder Madame Ehlinger, da gebe ich euch recht. Mir letzte Woche, mir haben nach einem anderen Spiel. Also in Frankreich ist das Spiel J'écris des lettres que je ne prononce pas. Und heute zu Lützburg schon mal ein Spiel, das heißt Change. Wir haben also ein Schreibweis. Oh, schon 20 Jahre. Die wird geändert. Abracadabra. Und da geht ein bisschen rum. Du gepiddelt. 99. Und dann? Warte mal, 20 Jahre, aber was geschieht dann? Change! Ch-ch-ch-ch-ch-change! Geht darum geändert. For the better. Natürlich. Okay. So ist das eben. Mit das ist nicht nur für Schreifers. Hol Beispiel vom Tram. Den Tram als ein perfekt Beispiel. Nicht den Donald Trump. Den Tram. Guck dir da dun, wenn der Mann nicht gelebt. Der lebt leid. Den Tram zu Lützburg. Hat statt nicht präpariert, Lofonstein natürlich nicht. Wikipedia. Den Tram zu Lützburg. Zu Lützburg gab es zwei Tramsräson. Der frühere Städtetram, den Test 1875 und 1946 in der Stadt Lützburg gefahren ist. Ja. Und du siehst den Städtetram, weil er bis 1964 und du nun siehst so Schluss. Und in unserem
2017 oder wenn ich ja also, ah, lo mal um den Traum. Das heißt Mutatis Mutandis. Was also funktioniert, geht aufgerappt, an der geht ein paar Jahre oder Jahrzehnte noch gewahrt und da geht geändert. Also nicht nur ein Schreifers. Das ist so. Heute zuletzt ist das so. Das ist wichtig. Das sind du, weil sonst, wenn ihr das nicht versteht, da geht die Rosen. Because if you don't understand this, you become angry. You say, but this is stupid. Das ist stupid. Das gehört dazu. It's part of our culture. Das gehört zu unserer Kultur dazu. Das ist extrem wichtig. Auch mit den Straßen. Permanent chantischer. Permanent. Für was? Ein Straße geht abgerappt, da geht sie gefleckt und dann 2, 3 Jahre oder nur, oh, rappen wir sie rum. Leid. Die Menge los ging übertreiben, aber es gehört zu unserer Kultur dazu. Das ist ganz wichtig. Und der Staat als natürliche, den Tram als natürliche, ein ideales Musterbeispiel. Und das sehen wir dann eben noch an unserer Schreibweise. Das sind historische Fakten. Ce sont des faits historiques. Historical facts. You cannot ignore them. That's the truth. Voilà. It's not fu you might think it's funny and I don't know, but it's just facts. That's the fact. Das ist so. Ja. Was schreibt er dann da? Schwarzkeblasch, ja. Du immer mit meiner Familie. Emotionen als Faktor für Memorisation. Ah, ja. Und Hand von denen Verbesserungen nur nicht geguckt. Und Hand. Und Bies. Na, und Hand. With the help of this. Allez, das ist die Korrektion. Traumgeschichte. Vier Sätze mit No-Satz, Alexandre. Vier Sätze mit No-Satz. Es gehört dazu. Mehr kann ich nicht sagen. Und, mehr, also, dat, für mich ist das nur die dritte Schreibweise. Und, mein Großvater, die sehen wir immer, sie hätten danach viel mehr gehabt. Das gehört dazu. Sarah fragt, wie viel Chantchen habe ich für was? Eben, weil das zu unserer Kultur dazu gehört. Es gehört dazu. Aber du siehst es und du siehst, ja, nee, das ist, weil du musst eine neue Straße gebaut gehen und du verstehst das nicht dann hier und du, ja. Whatever. Fakt ist, dass andauernd Chantchen sind. Ja, das ist komisch. Das ist komisch, aber auch nicht, weil es beschäftigt Leute. Dadurch entsteht eine Dynamik. Und ich war gegen die Dynamik und dafür habe ich den Spellchecker gemacht. Weil ich so, hallo, geht es durch, wir machen den Spellchecker, so wie die Regeln sind. Das waren nicht meine Regeln. Aber du siehst immer, so gesehen, hey, das passt nicht an unsere Kultur. Wir wollen keinen Spellchecker. Nee, das ist aufgebracht. Gehen. Und dann hat es um 20 Jahre gedauert. Dann lobt immer so ein Leute, ah ja, brauchen wir einen Spellchecker. Und dann geht rum, da geht der Spellchecker eben geändert. Oder Wikipedia geht geändert. Das ist andauernd Bewegung. Sarah schreibt, beaucoup d'argent jeté par les fenêtres. Ja, das dann. Darüber muss man dann enkel schwätzen, ja. Lunge aber langsam, ein Monolog, also. Wenn ihr letztes Mal geschreibt habt, weil ich mich schrecklich interessiert. Mein Bücher sind dann, ja, okay. Halt ihr auch letztes Mal geschoren an der Schule? Bei den Kleinkindern aus der Primärschule ging ich nicht. Die Lehrer nach wenig letztes Mal schreiben, weiß. Mir ist schon 10 Jahre lang bei der Staatsbeamtenkur gehalten, Lützebäuer Orthographie, also in anderem auch E-Fach an ihrer Formation General und auch an der Formation Continue. Dann halte ich auch, was hält sie noch? Dann halte ich auch an verschiedene Mengen Oves-Kurse für Leute interessiert sind. Ich schon auch schon beim Radio 100,7 bei verschiedenen Administrationen, wie zum Beispiel das Statec und auch bei ihr, das Stimmen von der Straßenkurse gehalten, eben überall da, wo ich gefroht gehen. Weil es geht ja immer mehr auf Lützebäuer geschrieben, aber viele Leute wollen es dann auch richtig schreiben.
Voilà, bon, also das ist Christian und sorry, mir das ist aber ein bisschen mehr lang. Ich hatte meinen Monolog, dafür konnte man das noch nicht weiter analysieren. Machen wir einen anderen Kerl der Rest. Dem Christian Ehlinger sind ein bisschen an der Lauf von Jung, der Rode vor dem, das ist das Buch über die Schreibweise. An der Kloni Klunes an der Bunzi. Okay? Moin Stefan aus Rimdo aus Italien. Den Alexandra hat ein neues Motto für Lützeburger Leitmotiv: Lütz du mutatis mutandis. Lütz du. Vier Sätze mal nur Satz. Dynamic Process. Voilà. Voilà. Ich hatte ja schon eine Hausaufgabe gegeben. Moin Ingenieur. Dann gucken wir uns den nach für heute. Also, wir kommen zurück, Madame Ehlinger, entschuldigt, wir kommen da zurück, wir gucken den Artikel dann. Nächste Kehr, Hausaufgabe. Und zwar, wo ist Hausaufgabe? Ich wollte Pluriel, hein? Ja, ich wollte Pluriel. Wenn du auf der Internetseite grammaire.lu geht, schon da auch ein kleiner Clip. Hier gepostet für Zeit zu erklären, pour expliquer la page et aussi les nombreux chantiers sur cette page. So, still under construction. Könnt ihr den Clip gucken? An Haut, für Haut hat man als Hausaufgabe hier de Pluriel. Das ist der Passé Composé, dann heißt der Pluriel, ja. Also, es gibt ein paar Möglichkeiten für den Plural auszudrücken. En, weil nicht mehr bei männlichen und weiblichen Wörtern. Ich fange an den Alexander, den hat das Wort. Ah, nee, das ist das nächste. Ja. Ein Auto, drei Autos, ein Frau, drei Frauen, ein Bomi, drei Bomien. Mit ein Dier, drei Dierinnen, das kann ich dabei setzen, das ist sächlich. Er, bei männlichen und vor allem sächlichen Wörtern. Ein Mann, drei Männer, ein Heft, drei Hefter. Nee, war das nicht den Tigran, den hat das Wort von. Was weiblich wird, was der Plural ob er wird. Kannst du mir das denke so integrieren? Das interessiert mich. Ja, gern geschieht, Stefan. Er hat den Tigran auch geändert, proposiert am Platz zu so, keine Endung, nicht ändert. Das ist tatsächlich besser. Ein Variable so man nicht, noch nicht. E Fisch, drei Fisch, E Küssen, drei Küssen, ein Decken, drei Decken. Der Vokal ändert, ja, Changement vokalik steht enorm monosyllabik. Für alle Monosyllabik. E-Bam, 3-Bem. Ich mache ein bisschen mehr groß. Dann sieht das besser. E-Bam, 3-Bem. E-Bijou, 3-Bijouen. E-Kamion, 3-Kamion. Mehr 3 Appartementer. Wo sind wir? 3 Appartementach. Ja, das ist nicht ein. 5 Renseignementach. Dann haben wir noch so Verschiedenes. Das ist ein bisschen penibel. Also, Wörter, wo ich nicht richtig kann erklären. E-Stehen, 3-Stängen. E-Kant, drei Kanner, das ist die Assimilation von ND, die geht ein Hund viel hin. Und dort in Tigran muss ich auch verbessern, es gibt auch ein Plural Hund. Viel hin an Hund. Das stimmt, ich habe schon mit der Hunde geduld, aber wenn ich präzise will sein, dann muss ich das auch so. E-Risiko viel Risiken, ein Zand viel Zen, das rimmt die Assimilation NT, NN. E-Bild viel Billach, du hast ein LD, die fusionieren. Ja, und dann hatte ich euch gefragt, den Exercice heute zu präparieren. An den Tigran an Zara, sie haben mir geschrieben. Ja, diesen Exercice ist ganz interessant. Diesen Exercice, das ist männlich. Also, was schreiben wir dann hier? Haus. Gesäßt du die drei? Ja. Fisch. Isst du gern die sechs? Zug. Heierst du die viel? Affekot, kennst du die 5? Kant, hörst du viel? A6, zählt nicht so viel. Den Alexandre fragt mich, hörst du als schon haut gesagt, dass Munch Französisch Buchstaben, zum Beispiel Camion, an dem im Exercice nicht prononciert gehen? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber merci, dass du mich daran erinnert hast. Also, heiser,
Hast du gern die sechs Fisch? Ja, da dann hat nicht. Hey, hast du die viel Zisch? Kennst du die fünf Affe Koten? Ja. Hast du viel Kanna? An Ziel nicht so viel Dometen oder Schwätzkeblech, das geht doch. So, da tun wir ja dann tipptopp gemacht. Dann hat ein Tigran mich gefragt für eine Exercise. Also, der könnt auch hier die Doten. Ich klicke mal drauf, was geschieht da an Stelle machen. Anderen Exercise. Ah, ja, den ist auch ganz interessant. Da muss er schreiben: männlich, weiblich, sächlich oder pluriell. Da mal hier, erlebt Gesicht. Boah. Das ist tatsächlich. Das ist schön, ich kriege das nicht geändert. Das sind andere Farben. Die nächste ist es auch nicht von mir. Schon den, aber die schon im Erlaubnis gefragt. Die Madame hat mir erlaubt, das Teil dabei zu setzen. Auf exercice.lu. An der siebenten Bücher, ja, das ist dann immer Plural. Acht Häuser. Also auch Plural, ja. Könnt ihr euch einmal sehen. Und ich habe es richtig gemacht, ja. Das ist den Exercice, dann gehe ich schon zurück an den anderen Exercice. Oh ja, oh, den ist auch flott. Schön, lohnt man nicht genug Zeit, da kann man den dann gerne kennen. Wählt die richtige Pluralsendung, du hast da dann hier die verschiedenen Endungen. E-N, E-R, E, Schach und Neist. Da muss dabei Sach anklicken, dass die Plural Sachen. Bei Schmier, das ist Plural schmieren. Wenn ich zum Beispiel, ich sehe an der Kategorie N, wenn ich zum Beispiel auf Flow, da seht ihr, das geht nicht. Retente der Chance, wobei er nachher reinkommt. Ja. Flow, das wird dann diese Plural. Flay. Do, ja, das geht doch nicht, das ist ein EN, da muss der Client N. Und dann nur der Geschichten. Kischen, das ist 0. Kur, das ist das Do, Kuren. Bijouen, Leerinnen, ja. Boot, das ist Do, ja, Boot da. Na ja, dann am Seher, der erste, da könnt ihr den Exercice da heben. Probieren und du hast froh, was das Geheimnis vom ewigen Glück? Und wenn das alles fand, dann geht er gewohnt, was das Geheimnis vom ewigen Glück ist. Was schreibt ihr dann hier? Oh, ja, Jerome, alles gut, merci, Sarah. Eugenia Schwetzkeblech, hast du das richtig geschrieben? Ja, das ist richtig. Für was kriegt Gesicht 2 i, aber Geschicht nimmt 1 i? Weil Gesicht, du hast ein i lang, aber Geschicht, du hast ein i kurz. Lang, kurz. Da wollte ich ja aber de Plural, ja, den heutigen Exercice weisen. Da tun ich meinen China nicht mal dir gespielt. Und dass wir, Kenntnis, Kenntnis, Maul, Meiler, ja. Du kannst den Exercice dann da eben probieren. Ich wollte nämlich Lomat erst diesen Exercice machen, das ist neu. Das ist ein flotter Trick mit Forms, Microsoft Forms. Da weiß ich erst, wie das geht. Und klickt auf der richtige Plural. Ich mache ein bisschen mehr groß. Das ist auch ein Test. Ich hoffe, dass das doch bei euch daheim geht. Wer ist eure 4-Nummer an eure Nummer? Da könnt ihr da eure Nummer antippen. Also, ich tippe mal, was für eine Nummer soll ich antippen für mich? Rambo Rocky. Okay, das sind ich. Rambo Rocky. Und dann, und ich habe ein Glas. Und da könnt ihr ja ich muss noch ein bisschen mehr groß machen, das ist wirklich klein. Ein Glas und dann nur da drei Glasen, drei Glaser oder drei Gläser und dann muss er da richtig da anklicken. Ah, Misa, da muss ich auch gehen, dass da der Punkt ist. Ein Freund, da kriegt er alles einen Punkt. Ein Stuhl, da muss er da richtig anklicken. Ein Bank, ein Stehen, ein Dach, ein Lucht. Ein Fisch, ein Zahn, drei Zahn, ja.
Ich schicke euch den Link am Chat, da könnt ihr es auch selber spielen. Und ich hoffe, dass ich dann einen Namen von euch gesehen. I hope I see a name of yours. Dann da gesehen ich, ob der es auch ausgefüllt hat. Also fange ich mal denke, wofür rum. Ein Glas, ja. Drei Gläser, mit uns vergesst, musst du auch in E-Punkt. Ein Freund, das sind dann fünf Freunde. Ein Stuhl, das ist dann drei Stühle. Eine Bank, du hast die Plural zwei Banken, das ist weiblich, ein. Ein Stehen, das ist unregelmäßig, hat mich schon gesehen. Fünf Stängel. An einem Dach, einen schönen Dach, ist männlich. Und das ist die Plural 3 Dächer, komplett unregelmäßig. Ein Luch, das ist weiblich, da ist die Chance größte, dass es anders, drei Luchten. Ein Fisch, fünf Fisch, das bleibt. Ein Zand, das ist die Assimilation, drei Zähne. Voilà! Also, ich hoffe, dass es auch eh von euch matt spielt. Merci auch, dass ihr mal da am Chat schreibt. Aber ich finde nach mir flott, wenn ihr den Link könnt klicken. Ich weiß nicht, ob das geht, weil dann sieht ihr mal nämlich am Chat oder zwei Ekran oder wie man das weiß. Nicht. Auf jeden Fall, ich gehe mal auf Submit. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das klappt. Submit. Thanks. Your response was submitted. Und da gucken wir View Results. Yeah, ist schon 8 von 8 Punkten. Voilà, also, seht ihr mal, das ist richtig. Alles richtig. Und ich muss eben just bei dem Engel noch dabei setzen, dass das auch ein Punkt gibt. Bon. Und du wolltest. Da ging ich los ab meine Startzeit bei, wie hieß es schon mal, Forms. Microsoft Forms. Voilà, ist meine Startzeit. Und der, wo der lohnt, ja, der sieht nicht angeloggt, ich bin da angeloggt. Und du hast den nächsten Mal Plural, lohnt schon drei Antworten. Dann ging ich mal gucken, wen du geantwortet hast. Sind aber nur gespannt. Drei Antworten. Review Answers. Ja, das war ich selber. Jerome Luling. Rambo Rocky. Das war ich. Den TA. Aber wie viel Punkte? TA holt auch 8 von 8. Bravo, TA. E Jerome, zwei Jerome. Firmennum aus Jerome, ja. Familiennum aus Lulling. Es geht also, es funktioniert. Der könnte den Test auch, der könnte noch nach einem Videochat spielen, das ist kein Problem. Eh? Da gesehen ich, dass der matt und der das super flott. Ja, also, auch wenn der Link nicht mir rumfand, ich weiß nicht, nach ein paar Jahren, dass mir einfach. Wo war das? Die Plural Learning Apps. Ja. Also, da gehen wir hier auf die Startzeit. Grammar.lu. Merci für Ihren Besuch hier auf Grammar.lu. Und da gehen wir auf die Plural. Die Plural ist hier. Voilà. Und dann geht er rauf bei den zusätzlichen Exercices. Exercice Nummer 1, Exercice Nummer 2. Und hier ist dann. Schon nicht dann Test genannt, Test mit Forms. Klickt da drüber und dann könnt ihr dann eigentlich spielen. Ich weiß nicht, ob ich zweimal kann spielen. Ich weiß nicht. Muss ich testen. Also enttäuscht mich nicht, he? Schreibt, probiert den Exercice, nur nein, ja, das ist nicht schlimm. Und das schon noch im Ningauer, nee, Zingauer. Das ist schon der Kurs River.
Dilly Flight, es hat mich gefreut. Also vergesst meine Internetseite nicht grammar.lu oder exercise.lu. Hier könnt ihr euch auch gucken. Ich war doch nicht so auf Form. Ich weiß nicht für was. Ich hatte gemeint, ich wollte mich los schwätzen, aber das ist aber auch nicht. Ich muss schon mich hart schwätzen. Also es mengen Leute alle in so depressiv. Bon, da ging ich raus. Ich so nicht vielmals merci, ja, wie immer. Ich mache mein Scroller und mein Logo. Da hast du. Ah, du hast den E-Logo. Ja, exercise.lu, grammar.lu. Vergiss das nicht. Und dann hat das ja der Jerome Lulling Video Chat. Und der Bananen-Joe, wo er sehen. Oh, ein ganzes bisschen. Schwere Situation aus Salon, also witzig, ja. Was willst du machen? Dir lief leid, ja, bis morgen 21 Uhr, Sarah, ich hoffe, und vergesst mich nicht, ha? Es war viel Spaß, wie immer, nicht wie oft, wie immer. Oder wie DAX. Die Plural von Jerome, E-Jerome, 2 Jeromen, mengen ich. Zu Alexandre und zu Sarah, ich kann dich gut verstehen. Merci Eugenia, bis morgen. Au revoir, Wafa. Vielmals merci, ganz interessant, wie immer. Schönen Abend. Giselle geht immer besser. Giselle, dir geht nach Chargé de cours. Mon Banane Joupe. Okay, allez, ja, tut mich gefreut. Bis geschwind, bis morgen. 21 Uhr, passt auf Job. Au revoir.